Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von Green Ice, Ihrem Partner für synthetische Eisbahnen im Sport- und Freizeitbereich. Ökologisch und funktional. Mehr Informationen unter greenice.biz. Moritz Müller hat die Freude, immer bei einer Niederlage sprechen zu müssen. 3:5 Niederlage, auch nach Niederlage gegen Kanada. Wie hast du das Spiel gesehen? Ich finde, alles in allem haben wir kein schlechtes Spiel gespielt. Das ist eine Top-Aktion, auf die wir heute getroffen sind. Wir haben ein bisschen im zweiten Drittel kurz den Faden unserem Spiel verloren. Zwei schnelle Unterzahltore bekommen und dann so ein bisschen Momentum so ein bisschen verloren. Kanada hatte es. Wir sind dann wieder ins Spiel zurückgekommen. Ich finde, phasenweise haben wir wirklich gut mitgespielt, aber konnten den Rückstand gar nicht. Du sagtest es schon, Powerplay-Tore. Ihr selber habt dann auch zwei Powerplay-Tore gemacht. Würdest du sagen, die Powerplay-Tore, die Special Teams, haben eigentlich das ausgemacht? Ja, nicht nur die Special Teams. Ich denke, es war vieles Gutes dabei heute bei uns, worauf man aufbauen kann. Wir haben ein paar Sachen, die wir uns anschauen müssen. Unter anderem auch Unterzahl, das ist klar, aber man muss natürlich auch sagen, dass es eine Top-Station ist, da ist viel Qualität im Powerplay auf dem Eis. Nichtsdestotrotz wollen wir das natürlich nicht so machen. Hier ist nach dem Bandencheck auch einmal im zweiten Drittel einmal die Luft weggeblieben. Hättest du da auch lieber eine Strafe gehabt? Ja, wenn ich entscheiden könnte, würde ich natürlich das eine oder andere anders pfeifen, aber so ist das. Hat man keinen Einfluss drauf auf Spieler und ich glaube, wir sind noch gut dran bedient, da keine Energie drauf zu verschwenden. Wie doll hat das genervt, dass die mit der Uhr etwas Probleme hatten, immer wenn Deutschland ein Tor geschossen hat? Das sind alles so externe Faktoren. Wenn man da zu viel Energie rein investiert, dann verliert man den Fokus auf das Wichtige. Habe bestimmt keine extra gemacht. Hoffentlich wird es nächstes Mal besser. Bitte? Wie viel Mut? Ach, nicht unter Schlussdrücken. Ich finde, wir haben immer wieder im Spiel wirklich gute Lösungen gefunden, auch uns aus dem Druck zu befreien, einen kontrollierten Breakout zu spielen. Es ist richtig, wir kommen jetzt so mit Schwung. Das hatten wir noch vor, starke 20 Minuten das Spiel zu beenden und somit das nächste Spiel zu starten. Ich denke, wir haben gezeigt, dass wir hier mitspielen können. International sind es Kleinigkeiten, die so ein Spiel entscheiden. Das haben wir heute auch gesehen. Ich sage, man hätte die heute auch schlagen können. Aber dann sind es kleine Nuancen, die anders laufen müssen. Und jetzt schauen wir nach vorne. Es war ja nicht sehr voll, die Halle. Also man hätte sich ein paar mehr Zuschauer gewünscht. Aber Deutschland war doch sehr gut zu hören. Wie ist es bei euch angekommen? Ja, auf jeden Fall. Hat sich eigentlich von Anfang bis Ende wie ein Heimspiel angefühlt. Und war eine tolle Stimmung. Und ja, danke an alle Fans, die hier hingereist sind und uns unterstützen. Und wie ist die Stimmung in der Kabine? Was habt ihr euch vorgenommen insgesamt? Ja, also wir haben jetzt das erste Spiel gespielt. Die Stimmung ist gut bei uns. Die Stimmung ist eigentlich immer gut, wenn wir zusammenkommen. Jetzt gilt es, das Spiel schnell zu analysieren. Und dann geht der Fokus auch schon direkt auf morgen. Jetzt den Körper schnell ausruhen, noch schnell was essen, trinken, schlafen gehen. Dann geht es morgen wieder von vorne. Alles klar, danke, Moritz.